glaube, dann ist die Bildung nämlich was besser auch. Sie ist grau. Sie ist gelb auf jeden Fall. Sehr gut. Ungebildet sind, ja, sehr viele. Bereich 416. Ich glaube, ich muss die noch höher setzen. Ich glaube, ich muss die Bildung wirklich ganz hoch setzen. Habe ich denn an Einnahmen? 6.973 Einnahmen. Wöchentliche Einnahmen, 2.000. Das reicht mir aber erstmal, ganz ehrlich. Allgemeine Zufriedenheit ist gut. Sehr gut. 88 die Woche plus. Oder 70 die Woche plus. Brauchen wir wieder Gewerbegebiete? Kann das sein? Ich sehe das nämlich gerade. Wir brauchen nämlich Gewerbegebiete. Sprich, wir werden mal gerade ganz kurz gucken. Nein. Nein. Aha. Haben wir es doch. Setzen wir noch ein paar Gewerbegebiete aus. Nee. Nee. Yes. So machen wir es. Viel einfacher so. Guck mal, ist doch eine geilere Bauweise, oder? Machst du so, guckst du bis hier hin und dann setzt du einfach da drüber. Das passt doch. So, machen wir da noch was hin. Dann würde ich sagen, pass mal auf. Man konnte noch Gebiete aufheben, ne? Neue Dienstleistungen. Ja, ja, okay. Kein Problem. Warte mal, wir heben mal gerade hier das auf. Machen da mal gerade Gewerbegebiet nämlich hin hier. Wir werden das hier nochmal ausbauen zur Industrie. Setzen wir die Industrie mal komplett hier hinten einfach rein. Das reicht schon. Haben wir das nämlich schön geändert hier. Haben wir nämlich hier Wohngebiet mit einer kleinen Einkaufsmeile. Hier wieder Wohngebiet, hier die große Einkaufsmeile und hier direkt die Industrie. Ist doch, finde ich, ganz cool. Was sagt denn das Wasser? Na, Wasser brauchen wir wieder ein bisschen, ne? Aber ich habe doch alles ausgelegt mit Wasser. Scheinbar aber doch nicht. Nehmen wir wieder. Setzen wir es einfach hier hin. So, und ich glaube, jetzt haben wir alles hier abgedeckt, außer hier noch das Stück. Setzen wir hier noch eine Leitung hin, dann haben wir, glaube ich, alles abgedeckt. Dann passt das. Sehr gut. Ja, schön. Die Stadt wächst und wächst und wächst. Und wir brauchen wieder jede Menge Gebiete, sehe ich gerade wieder. Wir brauchen wieder jede Menge Wohngebiete. Das ist gerade eine sehr hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Alles klar. Das heißt, wir werden mal hier... Werden wir... Oder weißt du was? Nee, aber dann baue ich hier so quer. Ist auch scheiße, ne? Aber ich überlege gerade. Ich plane halt schon für später, weil ich genau weiß, ich kriege ja auch später Autobahnen. Dafür plane ich halt gerade so ein bisschen. Wollen wir mal gerade bis dahin. So, okay. Bauen wir hier noch eine Straße zwischen. Können wir nämlich hier wieder jede Menge Wohngebiete zuweisen. So, zack. Oh ne, da habe ich einen tatsächlich weggemacht. So, ist das doch sehr gut. Und hier wächst nämlich jetzt auch schon wieder. Sehr schön. Yeah, 2200. Neues Gebiet, 2x2 Kilometer. Transport, einzigartige Gebäude, Stufe 3. Busse haben wir jetzt. Erzindustrie, Spezialisierung, Recycling. Freisetzung, aha. Die legale Freisetzungsanwendung kontrolliert Substanzen, lockt noch mehr Touristen an. Ah, oh cool, und ich habe hier meine ganzen Sachen jetzt endlich freigeschaltet. Cool, sehr schön. Also ich kann jetzt Autobahnen setzen, wenn ich Bock hätte. Aber da ich noch nicht die Anbindung an diese Autobahn hier habe, werde ich da noch nichts machen. Zumal der Verkehr, ich glaube, der Verkehr ist noch ganz in Ordnung, oder? Wo ist der Verkehr? Ich muss das Spiel leiser machen. Das Spiel ist... Ich habe mein Headset ganz leise. Ich habe es ganz leise. Es ist immer noch zu laut. Das ist unglaublich hier, wie laut dieses Spiel ist. So. Habe ich das jetzt angewendet oder ist das jetzt wieder weg? Oh Mann, was noch leiser. Das ist ja grauenvoll. Ja, das ist die Musik, ne? Passt schon. Egal, ich wollte Verkehr gucken. Wie sieht denn Verkehr aus? Verkehr, Verkehr, Verkehr. Wo ist der Verkehr? Transportverkehr ist da. Geht aber eigentlich, oder? Würde ich sagen. Das Geile ist, ich habe das mit Absicht so gemacht. Ich werde nämlich später hier... Die Straßen werde ich erweitern auf diese dicken Straßen. Auf die hier. Die ich jetzt sogar schon bauen könnte, wenn ich Bock hätte. Kann ich die denn hier... Kann man die nicht erweitern? Abknicken, umschalten. Straße verbessern.
Genau, guck mal hier. Achso, war da das Dingens ist. Geht auch nicht, da ist die Schule. Pass auf, wir versetzen die Schule mal gerade. Setzen wir sie hier hin. Trasse verbessern. So, dann versetzen wir gerade das noch hier. Weißt du was, pass auf, wir versetzen das ein Stück. Das versetzen wir ein Stück. Da haben wir nämlich hier eine Hauptverkehrsstraße. Und das finde ich ist 10-mal besser. Aber zwar hier nur noch so einen kleinen Kackstreifen. Aber ist ja nicht schlimm. So, okay. Setzen wir hier wieder alles durch. Dann passt das nämlich auch. Nämlich sehr gut. Jetzt haben wir nämlich hier eine Hauptverkehrsstraße. Wo nämlich mehr Autos durchfahren können. Da können wir nämlich zwei in die Richtung und eine in die Richtung. Wobei, warte mal, man kann doch auch Einbahnstraßen bauen, ne? Kann man hier nicht. Wie kann man das denn machen? Wie kann ich denn eine Einbahnstraße setzen? Ach, das geht so. Ach so, okay. Straße verbessern, ne? Ah, okay, alles klar. Das heißt, das habe ich noch gar nicht. Auf Einbahnstraßen läuft der Verkehr in Richtungen, in die sie die Straße ziehen. Ja, ja, das weiß ich auch schon. Das habe ich auch schon gecheckt. Muss aber jetzt wächst hier ja gar nichts mehr. Warum wächst denn da nichts mehr? Nehmen wir das Gebiet da mal auf. Setzen das nochmal neu. So. Hier noch eben setzen. Und hoffentlich wächst da jetzt bald wieder was. Oh, die brauchen Wasser hier hinten. Stimmt, ich habe hier noch gar kein Wasser gesetzt. Alles klar. Setzen wir es direkt hier dran. Ne, das ist noch zu wenig. So passt es aber. Perfekt. Okay. Wieso wächst denn jetzt hier nichts mehr? Das ist doch scheiße. Wieso wächst hier nichts mehr? Das ist doch doof jetzt. Das verstehe ich nicht mehr. Wieso wächst hier nichts mehr? Warte mal. Was steht denn im Tooltip von den dicken Straßen drin? Eine vierspurige Straße und Parkplatz mit Parkplätzen gut für mittleres Verkehrsaufkommen. Vielleicht habe ich das zu früh gebaut. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich halt nicht. Aber gut. Ah, weil gerade keine Nachfrage da ist. Stimmt, die Nachfrage ist gerade gar nicht da. Deshalb wollen die das wahrscheinlich gar nicht. Okay, egal. Das heißt, wenn wieder Nachfrage da ist, werden die auch wieder hier bauen. Deshalb bauen die gerade nichts hier. Aber ist doch cool. Hier parken halt auch die Autos. Das ist doch ganz gut. Ja, ja. Das kennt man ja mal im Straßenverkehr. Ich kenne es zumindest im Straßenverkehr, dass die Leute mitten auf der Straße parken. Nicht, dass du erstmal vorbeischlingeln kannst. Okay, alles klar. Wie sieht's aus? Da haben wir alles. Müll. Oh, Müll ist ein Problem. Scheiße, guck mal. Müllverbrennungssystem, Mülldeponie, Auslastung. Ach nee, ach Quatsch. Müllverbrennung ist einfach ja nicht gegeben. Stimmt deswegen, okay. Gesundheit. Oh, Gesundheit ist gar nicht mehr gegeben, glaube ich. Es ist so ein Problem. Wir müssen hier vielleicht noch was hinbauen, aber das passt auch. Was haben wir denn hier? Friedhof. Friedhofsauslastung. Verstorbene 1. Kapazität 0. Brauche ich einen Friedhof? Sollen wir einen setzen? Weißt du, komm, wir setzen mal ein. Wo können wir den denn hinsetzen? Direkt ins Polizeirevier ist vielleicht einfacher für die Bullen dann, ne? Oh, das ist fies. Das ist verdammt fies, was ich gerade gesagt habe. Ach, guck mal, da würde ich hier voll gar reinpassen. Dann setzen wir den da auch hin. Guck mal. Pam, Junge. Da war ein kleiner Friedhof drin. Ist doch schön. Sehr gut. Was haben wir noch? Schulen. Schulauslastung ist sehr, sehr hoch. Wir müssen unbedingt noch eine Schule setzen. Ganz ehrlich, pass mal auf. Wir werden eine Schule hier hinten hinsetzen. Und werden die andere nochmal versetzen an das Ende hier. Da haben wir nämlich da hinten eine Schule und hier hinten und hier vorne eine Schule. Ist doch gut, oder? Strom benötigen die. Stromverbrauch ist zu gering. Ich muss den Stromverbrauch im Budget wieder höher setzen. 113%. Gucken, wie sieht's aus. Passt das? Ja, ist höher auf jeden Fall geworden gerade. Das passt schon. Wir haben 1600 plus gerade. Wir machen gerade Minus mit den Leuten. Das ist aber schlecht.
Wöchentliche Veränderung. Ja, ich habe gerade auch so viel gebaut. Schauen wir mal wieder ein bisschen vor. Gucken wir mal gerade, wie das aussieht. Strom passt auf jeden Fall. Sehr gut. Die Industrie ist auch am Fluieren. Das sieht sehr gut aus. Und hier kommen auch wieder Leute dazu. Ist doch schön. Wieder 70 plus. Ja, sauber. So muss das sein. Strom sieht nicht gut aus. Wir setzen den Strom mal auf Maximum. Oder auf 136. Machen wir das mal gerade so. Gucken, wie sieht der Strom jetzt aus. Jetzt ist er wieder im grünen Bereich. Okay, reicht. Sehr gut. Was haben wir eigentlich im Strom jetzt? Haben wir da was Neues? Ah, hier, die andere haben wir jetzt. Macht 20 Megawatt, kostet mich aber 12.000. Das ist natürlich auch nicht so geil. So, gucken wir mal die Budgets durch. Menüs. Strom. Sieht gut aus. Wasser. Passt auf jeden Fall. Haben wir genug auf jeden Fall. Das sieht sehr gut aus. Wasser, Abwasser, ne? Passt soweit. Okay. Bildung. Bildung ist auf jeden Fall, die Auslastung ist gegeben. Oberschule haben wir noch keine. Müssen wir eigentlich was setzen? Müssen wir was setzen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir setzen vielleicht bald mal eine, oder? Haben Sie Ihren Geldbeutel, Hashtag Geldbeutel, Hashtag verloren? Ich habe einen schwarzen, was hat er geschrieben? Ich habe einen schwarzen Lederbeutel gefunden. Bitte PM schicken, um ihn zurückzubekommen. Ja, wie nett die Leute doch sind. Universität haben wir auch keine. Alles klar, passt soweit. So, Zufriedenheit. Also, die Zufriedenheit. Wenn die Bedürfnisse ihrer Bürger gedeckt sind, wenn sie also berufstätig sind und Orte haben, wo sie ihr Geld ausgeben können, dann sind sie zufrieden und zahlen mehr Steuern. Die Bürgerzufriedenheit erhöht sich auch, erhöht auch die Chancen für den Stufenanstieg von Gebäuden. Bei Arbeitslosigkeit, schlechter Gesundheit und mangelnder Sicherheitsgefühl werden Bürger unsicher. Okay. Gut, aber die Zufriedenheit sieht ganz gut aus. Zumindest 65% bei den Wohngebieten. Vielleicht müssen wir da noch was machen, dass wir mal was höher kommen mit der Zufriedenheit. Na, gucken wir mal. Vielleicht können wir da noch was finden. Gesundheit. Gesundheit sieht auch sehr gut aus. Passt soweit. Vielleicht sollte ich das Ding einfach mal zentraler setzen. Ich glaube, ich setze das mal hier irgendwie hin. Setzen wir es hier hin. Dann ist das Ding nämlich was zentraler. Dann passt das nämlich besser. Genau, dann decken wir nämlich hinten das Gebiet jetzt nämlich auch ab. Und mein Strom geht schon wieder aus. Ich flippe aus. Verdammt, wir müssen den Strom aufs Maximum setzen. Sonst geht das hier nicht. Das passt sonst einfach nicht. Bildung ist auch auf Maximum. Die können wir auch mal wieder runtersetzen. Die Bildung ist extrem jetzt, dadurch, dass ich... genau, Kapazität ist nämlich sehr gut gegeben. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel. Twitter wieder weg. Danke sehr. Und das passt. So, sehr schön. Guck mal, die Wohngebietnachfrage steigt wieder. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Sprich, was ist eigentlich hier jetzt? Lol. Was ist das denn? Alter. Ey, was ist das denn? Das ist ja eine nach der anderen. Ey, wie geil ist das denn? Eine Tankstelle nach der anderen. Ja, da kann man sich den billigsten natürlich aussuchen. Oh nein, da brennt was. Oh nein. Wo ist denn die Feuerwehr? Feuerwehr. Möchte die mal was machen, die Feuerwache? Hat die Bock oder hat die keinen Bock? Ich glaube, das Ding ist jetzt hier abgebrannt, ne? Oder? Ne, es wurde gelöscht. Da ist ja kein Feuerwagen. Wieso hat der Feuerwehrwagen denn einen Hotdog auf dem Ding? Das ist gar nicht der Feuerwehrwagen. Wo fährt der hin? Wo fährt der hin? Ah, hier. Hm, cool. Sehr schön. Was man alles machen kann in dem Spiel. Ist doch sehr schön. Oh, Alter, meine Nachfrage nach Wohngebieten ist extrem. Und mein Strom ist schon wieder aus. Ich flippe aus. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Auch ein dringend neues Kraftwerk. Okay, warte, wo ist das? Das eine ist hier, ne? Kann ich noch eins hier unten hier drunter setzen? Das geht ja sogar. Perfekt. Weißt du was? Das hier brauchen wir gar nicht mehr. Weg, weg, weg. Und ich glaube, warte mal, was sagt der Strom? Naja, okay, die Verbindung brauche ich noch. Die müssen wir noch haben. Wobei, wir können auch mal die Straße mal hier weitermachen. Achso, ich will nicht verbessern, ich will bauen. Dankeschön. So, machen wir mal gerade hier hin. Und hier hin. So. Dann können wir nämlich hier wieder... Können wir nämlich dann... Zack...
Das setzen. Hier können wir auch wieder was setzen. Das ist auch nämlich weg. Ein Flutsch und weg. So, Strom sieht wieder sehr gut aus. Den Strom lasse ich jetzt erstmal einfach so. Das passt auf jeden Fall. Gut, erweitern wir die Stadt. Bauen wir wieder ein paar Gebiete dazu. Ich würde sagen, wir erweitern die Straßen jetzt hinten nochmal. Nochmal so um zwei Gebiete. Setzen wir sie nochmal komplett durch, die Straßen. Bis hier vorne hin. Wir könnten eigentlich auch... Na, stimmt, das heißt ja, das Gebiet ist ja noch gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, komm, setzen wir doch da schon mal da was für eine Brücke hin. Aber die Brücke ist ja noch gar nicht mehr. So, bauen wir hier mal die Straßen weiter. Wieso kann ich hier was nicht setzen? Was ist denn das hier? Ach, die Grundschule. Okay, versetzen wir die Grundschule. So. Zack, dann hier durch. Zack und hier durch. Zack und hier durch. Zack und da durch. Und hier durch. Sehr schön. Alles klar. So. Hier kommen gleich die dicken Straßen rein. Hier. Und dann hier. Oh, nee. Das war jetzt... Das war Fail. Das sollte nicht so sein. Das will ich nicht haben. Ich will sie gerade haben. Dankeschön. So, pass auf. Wir werden jetzt mal hier Folgendes machen. Und zwar, ich möchte den Kackstreifen in der Mitte wegkriegen. Deshalb werden wir jetzt die mal etwas zusammenführen. Hoffentlich. Nee, das gefällt mir nicht. Warte mal. Ich kann das mit einem kleinen Straßentrick machen, indem wir einfach mal gerade hier die Straße abreißen, ein Stück. Zumal werden wir das mal gerade... Machen wir das so... So. Nee, warte, ich muss einen weitersetzen. Warte, wir machen das einfach so hier hin. Vielleicht passt das nämlich. Nochmal. Nee, das passt nicht. Okay, pass auf, machen wir es anders. Auf der Seite, die Straße nochmal weg. Das dann hier durch. So, und dann... Ja, ist mir egal, ist mir egal. Hauptsache, das ist hier dann hinten mal enger, dass ich die durchsetzen kann, einfach. Das ist in Ordnung, lassen wir es so. Ich kann jetzt hier keine Straße mehr setzen. Das ist natürlich äußerst schlecht. Geht das denn wenigstens noch? Hier geht das noch, aber hier geht das jetzt gar nicht mehr, ne? Bauen wir sie mal gerade durch. Das geht leider jetzt gar nicht mehr, ne? Kann ich wenigstens noch keine Straßen dazwischen setzen? Ja, auch nicht mehr. Das ist kacke. Okay, scheinbar habe ich dann gefailt. Dann muss ich das leider doch wieder abreißen. Dann haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir es leider so dick lassen. In der Mitte. Kann ich denn wenigstens jetzt hier... Ja, hier geht es immerhin. So, und dann machen wir nämlich hier wieder dahin. Und hier machen wir das nämlich dann so. Passt, würde ich sagen. Weil es jetzt hier auch scheiße ist. Und jetzt habe ich hier so ein dickes... So eine dicke Straße und hier so eine dünne. Ist ja auch irgendwie doof. Ah, egal. Was soll's. So, okay. Also, weiten wir das Gebiet aus. Das ist alles wieder Wohngebiet. Und hier auch alles Wohngebiete. Zieht ein, Leute, wie ihr wollt. So, machen wir hier wieder Gewerbegebiete hin. Und hier machen wir ein bisschen Industrie. Auch nicht allzu viel. Machen wir mal hin und das kleine Eck hier. So, und dann passt das nämlich auch. So, jetzt müssen wir wieder Wasser setzen. Sprich, wir erweitern die einfach nur hier hinten so ein Stück. Bis wir den Bereich erreicht haben, den wir brauchen. Okay. Alles klar, das passt. Hier noch. Und hier noch.